Das Osterei gilt als Symbol des Lebens und für Christen steht es für die Auferstehung. Denn wie ein Grab hält es das Leben verschlossen. In der 40 Tage dauernden Fastenzeit bereiten sich Christen mit Gebet, Fasten und guten Werken auf Ostern vor. Doch wofür? War am Karfreitag mit dem Tod Jesu nicht alles zu Ende? Die Bibel sagt nein. Jesus ist auferstanden. Christen glauben, so wie er, dürfen alle auf ein ewiges Leben bei Gott hoffen. Das Osterei gilt als Symbol des Lebens und für Christen steht es für die Auferstehung. Denn wie ein Grab hält es das Leben verschlossen. In der 40 Tage dauernden Fastenzeit bereiten sich Christen mit Gebet, Fasten und guten Werken auf Ostern vor. Doch wofür? War am Karfreitag mit dem Tod Jesu nicht alles zu Ende? Die Bibel sagt nein. Jesus ist auferstanden. Christen glauben, so wie er, dürfen alle auf ein ewiges Leben bei Gott hoffen. Das Osterei gilt als Symbol des Lebens und für Christen steht es für die Auferstehung. Denn wie ein Grab hält es das Leben verschlossen. In der 40 Tage dauernden Fastenzeit bereiten sich Christen mit Gebet, Fasten und guten Werken auf Ostern vor. Doch wofür? War am Karfreitag mit dem Tod Jesu nicht alles zu Ende? Die Bibel sagt nein. Jesus ist auferstanden. Christen glauben, so wie er, dürfen alle auf ein ewiges Leben bei Gott hoffen.